Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wie ihr seht, bin ich mittlerweile in Beutebucht angekommen. Wir sind jetzt bei Folge 65 und tja, ich würde sagen, wir müssen den Captain töten. Die Quest, die hier angezeigt wird, ist die Quest mit dem Rum. Aber wie schon gesagt, es ist nicht meine Quest mit dem Rum. Das Licht sei mit euch. Da muss ich quer durch die Weltgeschichte tuckern. Das mag ich nicht so gerne. Gut, wisst ihr das auch wieder. Und mir ist jetzt erst vor kurzem wieder aufgefallen, aber dadurch auch nur, weil es ein Bekannter gesagt hatte, der auch hier angefangen hat zu spielen. Seit wann kann man in Beutebucht nicht reiten? Ja, das konnte man nämlich erst nach Katar. Wurde nämlich alles zerstört. Oder lüge ich? Oder vorher. Aber in Burning Crusade konnte man nicht reiten in Beutebucht. Oder hatte ich nie so wirklich drüber nachgedacht, weil ich kannte das ja gar nicht anders. Und irgendwann bin ich ja gar nicht mehr in Beutebucht gewesen. Weil meine Charakter meistens was größer waren, und einer von denen hatte den Blutsegeladmiral, also war der gar nicht so gerne gesehen in Beutebucht. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ist denn das jetzt vor ein paar Tagen, sagt die, ja, immer dann kann man da nicht reiten. Wie ja, das war schon ein Ding. Schon ein Ding. Wir müssen das Wasser hier, ne? Wir müssen bis zum Ende des Strands und dann sind da, ja genau, da hinten können wir schon die Schiffe sehen. Sehr schön. Oh, wir haben ja schon 97% vom Level. Das ist doch cool. Aber wir werden jetzt nicht dann direkt wieder nach der Schlucht tuckern, weil nicht, dass wir wieder vor keiner Quest stehen. Das wäre ja doof. Nur ich weiß nicht, ja, wann man Quests sieht, die man noch nicht machen kann. Sprich so silberne Quests. Theoretisch müsste es ja Platin sein, ne? Platin-Quest. Weil normal sind ja Gold. Und die sind blau. Also die Rosen sind rot. Tulpen sind lila oder so. Will es ja nicht sagen, aber wir sind schon länger nicht gestorben. Vielleicht auch, weil die Gegner okay sind, sag ich mal. Gehen wir mal Captains töten. Aber ich glaube, hier muss man auch ein gewisses Level haben, sonst stirbt man ja immer wieder. Also, man kann ja durch die Wand schießen, ja? Oder vielleicht, weil sie jetzt näher gekommen sind, das kann sein. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Oh, wunderbar. GZ uns. Schön, schön. Nicht. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Das sind 45.
Krieg. Oh, verdammt, das ist verschlechtert, aber. Nee, stimmt ja. Wir sind ja quasi die bösen Buben. Beziehungsweise die guten. Die guten Buben. Also, alles gut, passt, passt. Wunderbar. War gerade so spannend, ich konnte nichts sagen. Nee, aber das war noch nicht der Captain, ne? Nee. Captain ist noch was weiter durch. Bin ich da drin? Ja, da ist er. Was ist da doch noch drin? Nicht mal eine Truhe hat er. Kann auch nichts. Manche des Feuerwiderstands. Acht Beweglichkeit. Acht Int. Vor allem Stoff mit 8 Beweglichkeit. Auch nicht schlecht. Die ziehe ich aber an, weil da Intelligenz drauf ist und Intelligenz gar nicht mal so verkehrt ist bei uns. Haben wir nämlich etwas mehr Mana. Wir können uns jetzt auch das neue Essen und Trinken holen. Oh. Das finde ich gut. Das mit Mana zuerst. Es gab damals auch ein Add-on. Oder gibt's? First Target heißt das. Das zeigt einem immer, welches erste Priorität hat von den Gegnern. Sprich, ja, Magier oder so. Magier ist auch schon Heiler. Aber meistens gilt die Regel, alles was Mana hat zuerst. Weil die machen meistens am meisten Schaden. Und oder sind Heiler. Also so ein Ultramagier, so ein Heilmagier des Todes ist schon nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, hier macht man auch, oder bekommt man nachher dann die Quest für den Blutsegel-Admiral, war das. Mein hier auf dem Schiff. War viel Lust, den nochmal zu machen, habe ich nicht. Das war nämlich elende Arbeit. Beziehungsweise eigentlich ging es. Ich war zusammen mit einem Priester und ich dann als DK. Das ging einfach. Ich war nur Tank-DK, schwuppuppupp. Schnell fertig gemacht. Ich wäre auch ziemlich verstört, wenn auf einmal ein Tiger vor mir steht, der in mein Haus reinkommt. Oder auf mein Boot.
Was auch cool ist, wenn man rumtrinkt. Wenn man rumtrinkt, dann dann werden irgendwann die Level der Gegner gehen runter. Ich glaube, das hat er schon mal erzählt mit unserem Tank, der das immer gemacht hat wegen der Trefferwertung. Ach, das mag ich so sehr an dem Addon. Oh ja. Was die alles dabei haben. Unglaublich. Taschen quillen überall. Okay, ja genau, das ist der. Mitpacken. Also ich hätte Angst, wenn so ein Tiger, der größer als ich ist, auf einmal vor mir steht. Oh. Warum ist der denn so stark? Ach, der ist 48. Der macht aber viel Schaden. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Das war so. WTF, was tut er denn da? Ach, wenn du jetzt einmal durchs Dach gebackt bist, kommst du wieder. Da ist noch eine? Noch ein Schiffsschaden. Zwei. Ah ja, hier in quasi in dem neueren Addon. Stimmt, da gibt es noch was. Und zwar kann man hier. Moment. Eine Quest machen, wo man mit der Kanone hier rumballert. Ich meine, hier war das. Ich mich nicht irre. Ja, war das nicht? Ich meine, das war hier. Und ich verwechsel das, wo es so ähnlich aussieht. Das passiert ja schon mal gerne bei WoW, dass ein paar Plätze gleich oder ähnlich aussehen. Ist ja gerade alles, wenn der mich gesehen hätte, dann seinen komischen Kampfschrei macht und der sich erschreckt. Ich muss unbedingt mal gucken, ob es hier auch den Noggafogger-Elixier gibt. Ich weiß, die Questreihe gibt es dazu, müssten allerdings nach Tanaris. Wo kommt der denn her? Ich wusste nicht, dass er den angeschossen hat. Scheiße. Das war eigentlich nicht die Idee von mir. Brotus mit 43, okay. Brotus. Mit seiner Tankkarriere muss er sich überleben. Ich tanke nur ein Ziel, egal, was es macht oder nicht. So. Puh.
Puh, der ist aber hartnäckig. 43. Mana-Trank hier. Nicht so hartnäckig, oder vielleicht, weil es wieder ein paar viele waren. Ohne Pause. Aha, das finde ich gut. Ich brauche schon gerade nicht heilen. So, pfeifen wir uns aber mal ein Sandwich hinter die Ohren. Mana. Wir haben wieder nur einen Platz frei, aber wenn wir den jetzt getötet haben, können wir uns quasi wieder aufmachen nach Beutebucht. Wo guckt der denn jetzt her? Durch die Decke. Oh Mann. Was decken Piraten hier? Er sieht manchmal an wie Gnome, ne? Ja. Ick, ick. Feuerwiderstand. Tarnpappen, Ducken brauchen wir nicht. Dann zieht der Gute keine Akku. Das brauchen wir noch nicht. Sind wir dann allerdings Instanzen und Raiden und so gern, dann kriegt der Gute das. Obwohl wir so viele Pfeile haben, der Fallköcher nicht besonders voll. Nicht zu weit nach hinten gehen, nicht dass ich irgendwas pulle. Aber der sieht hübsch aus. Blättern drauf. Ja, ich sag nur. Captain Stillwasser. Dann war es Captain Stillwatcher. Das ist auch irgendwer. Stimmt das mal nicht. Captain Stillwasser. Ja, geil. Oh Mann, ey. Manche Sachen, hätten die ja eigentlich Eigennamen lassen können, aber gut. Ach, hier ist auch, ist das die Insel? Das ist die Insel der Gorilla. Das sieht cool aus, ne? Ist die, glaube ich, Insel der Gorilla oder so. Ja, ich glaube, schneller schwimmen können wir dadurch nicht. Gucken, ob man sieht hier irgendwo die. Das Tempo, nee, leider nicht. Kampf, nein. Sonst Kampf. Und ich glaube, der Jäger brauchte nicht so viel Trefferwertung wie andere Klassen. Wie zum Beispiel der Schurke oder der Zweihandkrieger. Oder der Schamane. Der Verstärker-Schamane. Ich glaube, die brauchten das nicht so sehr, also viele. Okay, aber gut, sei es drum.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst doch ein Abo da und auf Wiedersehen. Tschüss.